Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Marcel Risse hat beim 1. FC Köln für einen Schreckmoment gesorgt. Urheberrecht Getty Images Update. Aufregung beim 1. FC Köln. Marcel Risse erleidet nach dem Mittagessen einen allergischen Schock und muss ins Krankenhaus. Torjäger Simon Terodde fällt aus. Aufregung um Marcel Risse beim 1. FC Köln. Der Mittelfeldspieler erlitt nach Vereinsangaben nach dem Mittagessen einen allergischen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Der 29-Jährige musste laut Bild per Notarzteinsatz ins Krankenhaus gebracht werden und konnte am Nachmittagstraining am Dienstag nicht teilnehmen. Köln muss definitiv am Sonntag 13.30 Uhr im Punktspiel beim MSV Duisburg auf Top-Torjäger Simon Terodde verzichten. Dies bestätigte der FC, der in dieser Saison 26 Mal in der Liga für die Geißböcke erfolgreiche Angreifer laboriert an einer Mandelentzündung. twitter.com/köln/status/110546681068457574. Somit dürfte Rückkehrer Anthony Modeste in Duisburg wieder in die Anfangsformation der Rheinländer rücken. Terodde war zuletzt beim 5:1 gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag ein Dreierpack geglückt. Nicht im Training waren am Dienstag auch die erkälteten Dominik Drexler und Rafael Chichos. Sie sollen aber bis Sonntag wieder fit sein. Rafa und Dominik können hoffentlich im Laufe der Woche wieder einsteigen, sagt Trainer Markus Anfang dem Express.